ein sehr durchgeknalltes Spiel. Die Dialoge sind auf Englisch, aber natürlich mit deutschen Untertiteln. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich erstelle mir jetzt einen Spieler. Der heißt natürlich Motoko. Und wir starten das erste Kapitel. Kapitel 1, das Labor. Hello, is anybody here? Wow, you look like Albert Einstein. I am Professor Einbach, the director of this laboratory, not Einstein. Sorry, I didn't mean to offend you. I guess you must get a lot of comments that you look like Einstein. I do, but I assure you, I'm not Einstein. I'm Einbach. Right, well, I'm Tom Scout's fiancé. He's a researcher here, and I haven't been able to find him for a few days. Tom? Right. He's my assistant. Well, I haven't heard from him in 3 days. He's not answering his phone, and I thought he might be here working hard to meet some crazy deadline. That's right. Tom's very busy. Mmm, you smell like lilies of the valley. That's right, it's my perfume. Do you like it? Oh, how I love that smell. My head is spinning. Oh, I feel sick. Professor, what happened? He must have passed out. Okay, wir müssen jetzt dem Professor Einbock wieder helfen, auf die Füße zu kommen. Ich gucke mir aber jetzt hier nochmal die Soundoptionen ein. Ich stelle, glaube ich, die Musik ein bisschen leiser. das Spiel ist lustig. Also lasst euch nicht abschrecken. So, wir haben hier eine Flasche Ammoniumchlorid. Die brauchen wir. Die ist jetzt hier oben in unserem Inventar verschwunden. Und wir müssen irgendwo, weiß ich noch, nach einem Lappen suchen. Ich wühl mal durch die Schränke. irgendwo muss doch noch ein Lappen rumliegen. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Der Professor ist ohnmächtig geworden. Ja, wir können auch mal versuchen, das Zeug ihm so unter die Nase zu halten. Gieß es doch nicht auf sein Gesicht. Ja, okay, also das sollen wir nicht machen. Ja, Frauen sind unordentlich. Ja, ich, habt ihr eine Idee, wo ich gucken könnte? Nach dem Tuch? Also hier habe ich ja auch schon drin geguckt. Da, da, ich habe es gefunden. Ich habe das Tuch gefunden. Okay, so, dann halten wir es mal unter die Nase. I'm sorry. The smell reminded me of my favorite photo of my wife. I've kept it on my desk for more than 20 years, but it recently went missing. She was holding a bouquet of lilies of the valley in the photo. I guess the smell caused me to pass out. I understand. Some things like that happen. Now, I'd like to talk about Tom. Ah, right. Tom. Tom flew to a conference. I think he's either in Tokyo or Amsterdam. I can't remember. He should be back in about a week. Amsterdam? What are you talking about? We're getting married in 2 days. Married? Hmm. I guess you'll have to postpone the wedding then. Are you kidding? I demand you take me to his desk right now. Sorry, but only employees have access to the laboratory. It's strictly forbidden for you to enter. Besides, Tom's not in there. You're clearly hiding something, Professor. Well, don't worry. He'll be back. I, on the other hand, have been without my wife for 30 years, and she's not coming back. Leute, ihr müsst auf die Konversationen achten. Die machen sehr viel von dem Spiel aus. Es ist sehr, sehr lustig, wenn ihr auch die Sachen lest, die da stehen. Notfalls, wenn ihr jetzt nicht aufgepasst habt, dann schaut euch das Let's Play an. Ich werde es natürlich wieder hochladen. Sonst versteht ihr die Witze nämlich nicht. So, bringt Professor Einbruch dazu, dich ins Labor zu lassen. Dazu musst du das Foto seiner Frau finden. Ja, ich weiß natürlich, wo das liegt, weil ich habe das ja schon mal gespielt.
Na, jedenfalls dachte ich das gerade. Eigentlich war das dahinter. Ah, ich brauche einen Schraubenzieher. Okay, wir müssen erstmal einen Schraubenzieher suchen. Ich suche einen Schraubenzieher. Oh. Na, das sieht nicht aus wie die Frau des Professors. Nein, das sieht aus wie ein Kerl. Okay, wir haben hier wieder nur Krimskrams. War das hier hinter? Also wir brauchen irgendwo einen Schraubenzieher. Ah, da ist ein Schraubenzieher. Wunderbar. Ja, Foto der Frau des Professors. So, jetzt geht's weiter. Das ist eine Frau. Ist die nicht sexy? The missing photo of my wife. Good heavens. Someone hung it behind the clock. Hey, let me have it. Give it to me. I'll let you have the photo after you let me inside the lab. Fine. Here's my access card. But I'm telling you, Tom isn't in there. Now give me the photo. Oh, Gretchen, my beloved Gretchen. So, betrete das Labor und zieh dich um. Finde die Gegenstände, die oben in der Leiste erscheinen. So, wir haben die Zugangskarte. Und wir müssen ins Labor. Jetzt kommt ihr schon ins Spiel. Sucht mir die Gegenstände, die da oben abgebildet sind. Das ist mal ein anderes Suchspiel. Ja, Fiodorani, Gretchen, weil das ist ja Einstein. Oder Einbruck, wie er sich nennt. Und deswegen ist das ein Deutscher. Deswegen redet er auch so scheiße Englisch. Das wird die ganze Zeit noch so gehen. So, sucht mir die Gegenstände hier. Ich muss euch natürlich ein bisschen helfen. Ich muss hier ein bisschen rumkramen. Weil manchmal sind die versteckt hinter anderen Sachen. Hier liegen zum Beispiel Sachen im Weg. Aber ich denke mal... Oh, ja, jetzt habe ich schon eins geklickt. Das ist natürlich doof. Aber ich denke mal, wir werden das trotzdem hinkriegen. So, an der Wand links der zweite Behälter. An der Wand links der zweite Behälter. Ja, den habe ich ja schon geklickt. Danke, Shutter. Sucht weiter, bitte. Ich gucke auch, ob ich die Sachen finde oder ob die sich wieder irgendwo hinter verstecken. Ich weiß schon wieder nicht, was diese Kackhaufenwurst da sein soll. Ganz links der Feuerlöscher. Ja, du war. Das ist richtig. In Rot. Genau. So. Ja, dann haben wir noch irgendwas, das aussieht wie eine Granate. Im Regal. Im Regal ist mir zu ungenau. Kreise an der Wand links oben an der Tür. Ja, das ist richtig. Danke. Noch 12 Gegenstände. Ist der Schlauch rechts unten vielleicht die Schnecke? Nein, aber das ist dieses Ding da oben. So. Ach nee, über der Tür. Ja, genau. Im Regal von unten die dritte Reihe. 1, 2, 3. Und dann? Albana, du musst dich schon genau ausdrücken. Das schmale Ding. Die Sanduhr. Und das da. Ja, genau, das da auch. So. Das ist jetzt ein bisschen fies, weil das ist dahinter. So. Ist das auch hier irgendwo noch versteckt? Hier gibt es zum Glück keine Klickstrafe. Hier muss man öfters mal öfters klicken, ne? Eins runter, meint sie das links. Mhm. Ah ja, das da. Ja, stimmt. Danke. So, Leute. Noch 6 Gegenstände, dann geht's weiter in der Story. Ich kann ja mal kurz twittern, dass ich streame. Moment. Die Musik geht dann gerade mal aus. Das kennt ihr ja schon.
So. Ich muss mal kurz den Twitch-Link noch posten auf Twitter. So. Schlafen mit Doppel-F. Habt ihr das auch schon mal mit Doppel-F geschrieben? Ich jetzt jedenfalls. So. Okay. Unten rechts dieser Behälter. Genau. Das gefüllte Glas im unteren Schrank, zweite Reihe. Die Glühbirne war es irgendwie. So. Ich helfe mal ein bisschen mit. Also ich glaube, das war dieser komische Stapel. Und... ich muss mal gucken, ob ich hier wieder irgendwas zur Seite schieben kann. Oder ob das vielleicht hier irgendwo war. Was war denn das? Okay, also hier scheint das nicht zu sein. Ah, hier unten. Ja, habt ihr recht, die Kugel. Oh, und da kommt noch was, ein Telefon. Wo ist denn hier ein Telefon? Da ist ein Telefon. Und das, jetzt geht's, aufpassen, jetzt geht's weiter. Entschuldigung, Kira. Hey, this is Tom's mobile phone. Now let's see. Last number dialed, 3008 AD. 3008 AD? What a strange contact. It must be a club or something. Don't touch that telephone. But this is Tom's telephone. So you'd better just explain this 3008 contact. Do you know anything about it? Yes, but don't even think about dialing that number. And why not? Because that telephone is a time machine. You'll get transported to a different time. Professor, you're clearly still suffering from your little fainting episode. I need to find my fiancé. Give me that phone. I'm dialing. Connecting to 3008 AD. Don't do it, I beg you. Diese Melodie werden wir noch 23 Mal haben, weil wir 23 Mal eine Zeitreise machen. Manchmal auch zweimal in einem Kapitel. Yay! Ende Kapitel 1. 4% erfüllt. Da habe ich auch einen Schock bekommen und dachte, nein, jetzt ist das Spiel schon halb vorbei. Nein, das Spiel ist nicht halb vorbei. Das Spiel geht unheimlich lange. Und es ist lustig. So, also wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, dass wir jetzt in 3008 nach Christus landen werden. Das heißt, wir schauen doch mal, was in der Zukunft so passiert. Und ich hoffe, ich werde nicht schlecht von diesem Bild hier. So, ich drücke auf OK und es geht weiter.